Die Tage sind alle leider immer noch ein bisschen kurz. Das heißt, wir bekommen ein bisschen zu wenig Sonne und die meisten von euch unterstützen das wahrscheinlich mit der Zugabe von Vitamin D oder überlegen, das zu tun. Nun liest man aber manchmal, Vitamin D muss man mit Fett einnehmen, immer zu einer fettreichen Mahlzeit. Ja oder nein? Das klären wir in diesem Video. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und hier als kleine Eselsbrücke vielleicht EDK, als ganz kurz, also die Vitamine E, D, K und A, das sind die fettlöslichen Vitamine. Alle anderen sind wasserlöslich und können deswegen auch einfach bei einer zu hohen Aufnahme ausgeschieden werden. Also hier eine kleine Eselsbrücke. Vitamin D soll man also als fettlösliches Vitamin auch mit Fett aufnehmen, damit es besser aufgenommen werden kann oder auch überhaupt aufgenommen werden kann. Das liest man doch überall. Genau diese Frage haben sich verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2018 in einer Meta-Analyse gefragt. Eine Meta-Analyse ist quasi eine Studie, die mehrere Studien anschaut. In dem Fall waren das über 100 Studien genau zu diesem Thema. Und was kam jetzt dabei raus? Es zeigte sich, dass Vitamin D tatsächlich eine höhere Aufnahme hat, wenn man es kombiniert mit Fett, was ja auch von der Fettlöslichkeit nur logisch klingt. Allerdings, ganz interessant, hier hilft nicht viel, viel, denn zu viel Fett hat dazu geführt, dass die Aufnahme auch wieder gesunken ist. Das heißt, kombiniere Vitamin D entweder direkt als Öl, das gibt es ja als Tropfen oder auch in Kapseln mit Öl. Wenn du es ohne Fett kombiniert nimmst, dann zu einer leichten Mahlzeit und in jeder Mahlzeit ist ein bisschen Fett drin. Aber übertreibe es auf jeden Fall nicht, weil dann profitierst du nicht mehr von den positiven Effekten. Unter anderem fragten sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch noch, ob es einen Unterschied macht, welche Fette bzw. Fettsäuren man dann hier in Kombination mit Vitamin D zu sich nimmt. Das Ergebnis davon weiß man nicht so richtig. Manche Studien sagen, ja, es macht einen Unterschied, ungesättigte Fettsäuren vor allem zu sich nehmen. Manche sagen, es gibt keinen Unterschied. Deswegen hier auf jeden Fall kein klares Go or No. Aber auch wie immer, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, auch ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Markus von Sarah Screen.